Okay, los geht's. Das sieht irgendwie nach Bosskampf aus. Ja, doch, Cutscene. Okay. Ah, ja, doch, ich kann mich auch an den Bosskampf irgendwie erinnern. Was könnte das wohl sein? Ach, der große Kain, nur noch ein gemeiner Dieb. Der Teufel, der mich verfolgt hatte, war endlich ins Licht getreten. Ich kannte ihn. Noch ein Gesicht aus meiner Vergangenheit. Sebastian, du hast mich also die ganze Zeit verfolgt. Ich bin erstaunt, dass du mich jetzt entdeckt hast. Mein Meister schickt mich. Ich soll deinem Treiben ein Ende setzen. Deshalb wirst du jetzt sterben. Dein Meister weiß, dass seine Tage gezählt sind. Einst hätte ich dich verschont, wenn du dich auf meine Seite gestellt hättest. Aber ich habe meine Lektion vor 200 Jahren gelernt. Du warst damals für den Hinterhalt verantwortlich. Du hast mich verraten. Ich habe dafür gesorgt, dass du den Krieg verlierst. Großartig, nicht wahr? So viele Tote in so kurzer Zeit. Und das war mein Werk. Aber warum? Dachtest du, ich würde vor dir kriechen, während du über Nosgoth herrschst? Du und nicht ich? Lord Sarafan weiß meine Dienste zu schätzen. Ich werde an seiner Seite herrschen und erreichen, was du nie erreicht hast. Du Narr! Denkst du wirklich, dieser Mörder lässt dich auch nur eine Sekunde am Leben, wenn er dich nicht mehr braucht? Ich werde dich vor dieser Enttäuschung bewahren. Bereite dich auf den Tod vor. Ich habe 200 Jahre lang darauf gewartet, dich mit meinen eigenen Händen zu töten. Während du geschlafen hast, bin ich mächtiger und mächtiger geworden. Du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Das wird sie noch zeigen. Ich erinnere mich nicht genau, wie der Kampf verläuft. Ich weiß nur, er kann Schaden machen. Nein! Ah ja, ich glaube, wir müssen ihn schon hier ein bisschen an den Rand kicken. Genau, das macht ihn nicht. Kann ich auch drauf gepfiffen, ob ich die Waffe jetzt behalte oder nicht. Nein! Nein! Ich kann mich, wie gesagt, wirklich nicht an den Kampf erinnern. Werfen ihn einfach mal in den Dampf und gucken, was passiert. Hier passiert jetzt irgendwas. Ah ja, okay, beim nächsten Mal stehen bleiben. Wo bist du? Genau, ja, genau, ja, 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 ja. So lief das nämlich. Dass er mit der Taktik nicht weiterkommt. Ah, doch, jetzt hat er es gemerkt. Irgendwas passiert. Okay. Was kam jetzt? Jetzt müsste ich wahrscheinlich auch da hoch. Und ihm ein Mädchen Arsch rösten. Niemand.
Niemand schlägt mich mit meinen eigenen Waffen. Aber doch. Was? Wie kann das sein? Nein! So, jetzt fängst du an zu lecken, aber wir haben sie hinter uns. Erzähl mir vom nächsten Stein und diesem Portal. Wozu braucht ihr es? Rede und ich lass dich leben. Ach, Kain. Wir wissen doch beide, dass du lügst. Du wirst mich auf alle Fälle töten. Dann stell mich zufrieden, bevor du stirbst. Ich werde dir alles sagen, damit ich dein dummes Gesicht sehen kann. Du bist machtlos. Du kannst nicht siegen. Dein Tod ist unvermeidbar. Das Portal führt zu einem alten Mechanismus, tief unter uns, der dich vernichtet, Kain. Nosgoth wird einen neuen Herrscher bekommen. Welchen Zweck hat dieser Mechanismus? Was will Lord Sarafan damit? Er hat mich nicht in seine Pläne eingeweiht. Aber bald wird es das ganze Land wissen. Seine Bemühungen tragen bereits erste Früchte. Ganz viel Lag. Okay. Wo ist der Mechanismus? Unter der Erde? Er ist unter Meridian. Such ihn meinetwegen. Ich werde glücklich sterben, da ich weiß, dass deine Bemühungen sinnlos sind. Oh, Sebastian. Uns war ein ruhmreiches Schicksal vorherbestimmt. Das Land lag uns zu Füßen. Gemeinsam hätten wir die Geschichte neu geschrieben. Doch nicht jeder teilte meine Vision. Und nun ist deine Zeit abgelaufen. Dein Tod wird mich noch stärker machen. Ich hoffe, dass dich dieses Wissen in deinem Grab tröstet. Ganz bestimmt. Das sieht immer noch eher aus, als seine Seele verschlingt. Ein bisschen aus Tod, wird zu sehr abgekupfert. Das hätte so schöner machen dürfen. Und wir bekommen auch den Nexusstein. Wie auch nicht. Und wie es auch sein muss, das Ganze kracht natürlich ohne den Nexusstein zusammen. Der hat fliegen gelernt. Wir kehren siegreich heim. Willkommen, Kain. Wie fühlst du dich? Etwas besser als tot. Wie bin ich hierher gekommen? Du hattest Glück. Einer unserer Vampire sah, wie du durch die Explosion vom Dach der Fabrik geschleudert wurdest. Er hat dich hergebracht. Die Sarafanen waren zu beschäftigt, um dich zu bemerken. Ah, wie ich sehe, hast du den Nexusstein. Und du warst offenbar so freundlich, ihn mir nicht zu stehlen, während ich bewusstlos war. Ich habe einen alten Freund getroffen. Ein Vampir, der den Stein bewachte. Bevor ich ihn tötete,
hatte mir etwas Beunruhigendes erzählt. Er erwähnte einen Mechanismus, der den Triumph von Lord Sarafan besiegeln solle. Was weißt du davon, Borador? Ich habe Gerüchte über seltsame Entdeckungen im Untergrund gehört. Der Legende nach haben die Götter vor Äonen von Jahren riesige Mechanismen im Boden zurückgelassen. Ich weiß, wer uns in dieser Sache weiterhelfen kann. Sie ist eine Seherin. Angeblich ist sie älter als ich. Sie schuldet mir einen Gefallen. Geh zu ihr, Kain. Sie wird dir helfen. Oh, das ist schön. Diese Stadt ist eine Festung. Wie soll ich die Stadt bitte verlassen? Es gibt einen geheimen Gang aus der Stadt. Ich werde ihn dir zeigen. Geh in der Schlucht nach Norden bis zur Hütte. Der Weg ist gefährlich. Seltsame Wesen lauern vor den Toren der Stadt auf Beute. Die Menschen nennen sie Dämonen. Ich glaube, ich habe schon einen von ihnen getroffen. Hoffentlich ist eine Seherin das Risiko wert. Okay, jo, Kain hat ein schickes Häubchen bekommen, aber das soll eigentlich erstmal wieder für heute genügen. Das heißt, ich werde hier einen großen Schnitt machen, freue mich, wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich weiterhin freuen, wenn neue dazugekommen sind, und wir sehen uns beim nächsten Mal bei meinem Let's Play Blood Omen 2.